So. Willkommen zur nächsten Aufnahme. Die letzte Aufnahme musste ich leider aufgrund der Dinge etwas schnell abbrechen. Was leider daran lag, dass dann halt ja, Besuch kam. Und deswegen, ja, jetzt an der Stelle weitermachen, auch wenn ich mittlerweile überhaupt nicht mehr weiß, wo wir überhaupt waren. Capture, nee, so. Wear-Mikrofon. Das ist überhaupt richtig, genau. Da habe ich noch was vergessen. Und zwar den Automat. Den muss ich gerne noch deaktivieren. Ist deaktiviert. Und Source. Source. Bin ich jetzt blöd? Ach, ist ja schon. Eugene, dann haben wir eigentlich soweit alles. So. Natürlich so machen. Jetzt wird ein Schuh draus. Babram. Dasselbe, genau. Jürgen, okay, dann würde ich mal sagen. Ein bisschen Musik kann nicht schaden. Jetzt finde ich das mit dem. Wie sollte man das jetzt immer im Vollbildmodus nennen? Ach ja, weil ich ja wegen dem Gedöns da dazu eingestellt hatte. Und ich höre gar nichts. Ach, jetzt höre ich. So. Aber ihr hört nichts. Jetzt hat er was. Oder auch nicht. Was ist jetzt? Was klappt hier nicht? Ist doch eigentlich alles soweit richtig. Okay. Automode disabled. Euer Mikrofon. Oh. Ach Gottchen, ja, mit diesem K-Mixer, da muss ich jedes Mal hier rauf und jetzt, aber hatte ich doch, eigentlich hatte ich doch schon das Ding drinne. Gut, egal. Fakt ist, jetzt habe ich Sound. Das ist sehr schön. Ich habe keinen Sound. Alter, will mich verarschen? Ach, oh. Ah ja, wenn Dummheit wehtut. Leine hätte ich auch nicht machen müssen. Egal, wie gesagt. Muss sein. So, Yuchin. Also, dann würde ich mal sagen, ich habe das schon wieder falsch gemacht. Dann würde ich mal sagen, wir legen direkt mal los. Bam. Ohne lang den heißen Brei zu reden. Yuchin. Mein Kopf ist jetzt nicht allzu viel offen. So, der Hintergrund noch Download. Na gut. Also, hier waren wir. So, wir wollten gerade das Feld bauen. Kann ich mich erinnern. Beziehungsweise hatten das schon. Genau, die Neulinge haben wir gepflanzt. Aber was weiß ich nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir waren dabei, die Höhle zu bauen. Waren da aber auch schon so weit so gut drinne. Kann schon wieder Monster. Genau, da hat man eine Magmahöhle gefunden. Dann hatten wir gequatscht über Ausländerprobleme, also Probleme durch Ausländer. In der Integration oder der scheiternden Integration. Ich weiß, das ist gar nicht so weit möglich. Egal. Wollten wir draußen pflanzen? Oh Gott, der Deckel so von der Rolle. Ich hätte mir in die letzte Folge mal reinschauen sollen, die wir abgebrochen haben. Ist jetzt mittlerweile schon wieder ein paar Tage her, das war am 22. Glaube ich. Nein, Quatsch. Etwas wieder zur Zukunft. Bütchen, gucken wir einfach mal. Also, wir haben hier Zeugs. Dann haben wir Materialien. Rüstung haben wir bereits. Würde ich mal sagen, wir suchen uns ein schönes Örtlein. Und dann gucken wir mal, was wir noch so bauen könnten. Was versucht ihr noch heute machen? Also wir haben da den Dachboden, wir haben hier das Feld. Jo, keine Ahnung. So. Aha. Wir könnten uns
jetzt hier in diesen, ja, Wäldern des Eises meine Framework Cup anschön. Und ein Baumhaus bauen. Also oben drauf dieser Zeug da drauf, ein Häuschen, mitten im Gras. Keine Ahnung, ob da war. Nano? Nano? Achso. Nano? Nano? Okay. Oh. Hä? Lol. Ich bin rausgekommen, komm mal nicht mehr runter. Was ist denn das jetzt? Ich muss leider dran glauben. So. Also wie gesagt, wir könnten hier so ein kleines Häuschen machen. Das ist mir so eingefallen, mal als ich über diese ganzen Bäume hier geflucht habe. Ich weiß nicht, ob es so schön wäre hier in so einer Schneelandschaft. Es ist so warm heute. Ich fall gleich vom Hocker. Ansonsten können wir natürlich auch auf Monsterjagd gehen. Mittlerweile haben wir ja eine Ausrüstung. Von daher würde ich vorschlagen, suchen wir uns erstmal ein bisschen Obsidian. Es wird gerade dunkel. Der ist doch der erste Magier. Oder ist der erste Magier. Suchen wir uns eine schöne Höhle, wo wir Magma haben. Also wir haben schon eine Höhle, wo wir Magma haben. Und dann würde ich persönlich mal sagen, versuchen wir uns mal so ein kleines, ja, ein bisschen Obsidian abzubauen. Und dann unser erster Gang in die Hölle sozusagen. Wir müssen ja hier noch gucken, weil ja hier auch Monster spawnen. Das hier mit dem Stein ist noch nicht ganz so schnieke. Muss ich mal gucken. Quatsch, das ist ja das Bett gar nicht mehr. Oh, ich bin so aufgeregt. Über neues Bett. So. Wir suchen jetzt als allererstes mal Wüste. Wir brauchen eine Wüste, wo wir Sandstein haben. Dann bauen wir nämlich diesen Sandstein ab und können uns damit einen wunderschönen Boden hier reinziehen. Ich habe nur absolut keine Ahnung, ob auf diesem Boden auch immer noch ein Monster spawnen. Weil ich hätte doch schon gerne einen richtigen Steinboden drinne. Ist halt einfach mal schöner. Und mir fällt gerade die Schuppen von den Augen. Ich habe jetzt ja mal wieder an. Oh. Gut, egal. Ich habe ja in den Aufnahmen, als ich da reingeschaut habe, zwecks Qualitätskontrolle. Für auf jeden Fall ist gar nicht so gut. Man hört gar nicht so sehr, wie ich es hier jetzt gerade höre. Seltsamerweise. Aber gerade diese ganzen Billigmikrofone, ich nehme immer noch mit meinem MP3-Player auf. Und gerade diese Billigmikrofone haben halt die Angewohnheit, sehr viele Rauschquellen auch gerne mal als Rauschen aufzunehmen. Das scheint aber hier gar nicht mal so stark der Fall zu sein. Oha, oha, oha. So. So. Wir brauchen eine Sandwüste. Klar. Wüsten sind ja eigentlich in der Regel immer aus. Allerdings brauchen wir einfach mal Wüste. Aber hier kommen wir eher so in Richtung Urwald. Aber ich... Ah, voilà, ich sehe das schon. Durch den Dickicht durch. Bisschen Sand. Boing, boing, boing. Jawoll, jawoll, jawoll. So. Was ist das? Okay, okay, Lehm. Das ist natürlich auch eine Idee. Wir können auch Lehm benutzen. Also mit hier eine relativ hohe Stelle mit ein bisschen Lehm vorkommen. So. Das ist natürlich auch wunderbar, weil unser Inventar ist schon komplett voll. Wir haben bereits Sand. Dich kann ich einfach mal weghauen. Dich auch. Boah, müssen wir mal gucken, wie weit es reicht. Ich hab doch mehr als zwei Pilze eingesammelt, oder? Achso, siehst du? Das hier kann natürlich auch weg. So, da ist unser Inventar mal wieder ein bisschen leerer. Und wir holen uns mal das Gold des Meeres.
bei chilliger Musik. Legends Werk. Meine lieben Damen und Herren, wir gesellen uns alle zu einer schweigenden Minute in Gedenken an den vor 300 Jahren verstorbenen Jill Niels Max von Ozuna Topelhoff Junior. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch jemals existiert hat, aber wenn er existiert hat, ist er bestimmt auch gestorben, wie jeder andere Mensch. Und im Zuge dessen tragischen Schicksals möchte ich nun an ihn gedenken mit dieses fantastischen Liedes. Ich weiß, es ist ein Anime und damit ist es wirklich als Trauerlied. Voll verkackt. Komm her, komm her. Achso, das ist gerade ein Schotter. Gratulieren. Und gut, wir wollten ja eigentlich Sandstein suchen. Wir haben jetzt ein bisschen Clay. Das dürfte eigentlich Leben sein. Soweit ich das weiß. Zumindest ist das Einzige, was so noch logisch wäre. Und diese Melodie. Tada! Ihr könnt euch wie bescheuert erklären, wie ihr wollt, aber ich feiere diesen Song. Der ist. Song war ja schon. Diese Melodie. Warum habe ich euch ja bereits gesagt und lässt einen einfach nicht los. Vielleicht sollte ich auch mal andere Musik nehmen. Erstens werden ja alle meine Videos gestrikt. Ich kann nichts monetarisieren, weil überall natürlich die Musik von Kay verwendet wird. Aber zum einen feiere ich halt diese Melodie zum Extrem. Zum anderen ist aber natürlich auch das Problem, dass ich immer von dieser Musik schwelge. Das in einem Let's Play so gut ankommt, keine Ahnung. Müsst aber sagen, ihr könnt ja auch selber mal Vorschläge machen. Wenn euch die Musik nicht passt, meinetwegen gerne in die Comments schreiben. So, wie viel Stein brauchen wir eigentlich? Ja, der Kinder hat natürlich keine Ahnung, aber es gibt doch Monster. Oh, was bist du? Oh. Ja, bei Sand, da ist ein sehr hohes Aufkommen von Sandmonstern. Also klar, kommen natürlich Sandmonster. Genauso wie bei Erde halt Dreckmonster kommen und wie bei Stein halt Steinmonster. Aber es kommen halt besonders häufig Sandmonster. Viel öfter, als es halt zum Beispiel bei Stein und Dreck der Fall ist. So. Die Ho hätte ich eigentlich gut drauf lassen können. Ach, wir haben ja so viel Plünder dabei. Nee, lass ich mal. Lass ich auch mal. Das mal mit. So kommen wir hier rein. Kann ich hier effizienter abbauen. Wir hatten 9x11, ne? Grundfläche von dem Gebäude. Wir müssen also genau 100 Mal abbauen. Das ist ja noch ein bisschen. Schätze ich mal. Ich habe jetzt so einen ganzen Überblick. So. Ja, aktuelles Thema. Fällt mir gerade keins ein. Ich hatte ja letztens über Bibel gesprochen. Wegen diesem Lied. Der Hype, der hört einfach überhaupt nicht auf. Ich meine, mittlerweile kommt es erst von den angesagten YouTubern, also meinen Favoriten. Mittlerweile kommen auch Videos, zum Glück. Aber trotzdem ist fast ganz YouTube immer noch davon. Egal nach welchem Video man sucht oder wann man auf die Startseite von YouTube geht, immer mindestens ein Video gleich ganz oben mit bei von dieser Bibi da. Also über Bibi. Das ist ja echt nicht nett. Ups, und da ist mein Akku schon wieder kaputt. So. Okay. Achso, so. Wie viel haben wir? Wir haben mittlerweile. Ach, wir haben eigentlich schon genug. Das ist natürlich sehr tröstlich. Gut, schön. Dann gehen wir mal direkt nach Hause und gucken, wie das mit diesem Sand aussieht. Es ging nach da. Erinnere ich mich ein bisschen.